Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim dritten Türchen des Adventskalenders ja im Grunde nicht nur ein Buch vor, nicht nur zwei Bücher vor, sondern eigentlich drei Bücher, beziehungsweise stehen die aber eigentlich für ein Buch und zwei Reihen. Es geht um die Autorin V.I. Schwab, die alle diese Bücher und Buchreihen geschrieben hat. Und ich werde es wohl heute nicht schaffen, in fünf Minuten drüber zu sprechen, aber die Autorin hat mich in diesem Jahr total gepackt mit ihren Büchern, mit ihren Geschichten. Alles begann im Januar mit Vier Farben der Magie. Das ist der Auftakt einer Trilogie, richtig, der Weltenwanderer-Trilogie. Es gibt eben die Vier Farben der Magie, es gibt die Verzauberung der Schatten und die Beschwörung des Lichts. Wir haben hier Science Fiction mit einem Mix natürlich auch Fantasy. Wir haben hier London, das in vier unterschiedlichen Farben vorhanden ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Magie und jede Welt hat ein bisschen mehr oder auch weniger Magie. Und wir haben eben Weltenwanderer, die durch alle diese vier Londons Welten wandern können, und einen solchen Weltenwanderer begleiten wir im Grunde in dieser Reihe. Denn in diesen Welten ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Irgendwas Dunkles, Magisches scheint hier sein Unwesen zu treiben, und gleichzeitig begleiten wir auch eine Protagonistin, wir haben hier definitiv einen Perspektivwechsel zwischen den beiden, und auch sie merkt, dass irgendetwas anders ist und auch, dass sie anders ist, und es spinnt sich natürlich so eine kleine Romantasy, aber wirklich nur ganz, ganz klein am Rande. Der Fokus in dieser Geschichte liegt auf der Fantasy, auf der wahnsinnig großartigen, magischen Welt, die V.I. Schwab, was übrigens für Victoria, ich weiß gar nicht, wie der Zweitname dann von ihr ist, steht. Und sie schreibt eben, wenn sie unter V.I. Schwab schreibt, sind das eher eben diese Erwachsenenromane, während es auch Bücher von ihr unter Victoria Schwab gibt, und dann sind es aber eher Jugendbücher. Aber ich glaube, es wird nicht aufgelöst, für was dieses I sozusagen als zweiten Buchstaben zählt. Ja, das Buch ist Fantasy, es ist wahnsinnig gigantisch, es ist ein wahnsinnig großes Worldbuilding, es macht so viel Spaß, in diese verschiedenen Londons, in diese verschiedenen Welten zu reisen, auch das Magiesystem kennenzulernen, zugleich eben auch die Grenzen auszuloten, was ist womöglich und eben auch nicht, wie weit darf man überhaupt mit der Magie gehen. Es war eine wahnsinnig tolle Reihe. Ich glaube, den ersten Band haben wir im Leseklub gelesen. Die anderen Bücher habe ich dann als E-Books direkt weitergelesen. Ich glaube, auch auf zwei Wochen dann irgendwie verteilt, weil natürlich im Leseklub liest man ja etwas langsamer, was auch absolut in Ordnung ist. Es hat so, so viel Spaß gemacht, hier einzutauchen, hier seinen Spaß zu haben, und ich bin ein Fantasy-Mädchen und ich habe das hier sehr, sehr gemerkt, wie viel Freude ich hatte mit diesem Worldbuilding, mit dieser Spannung, mit diesem Mitgehen, dass man eben auch diese Welt für sich entdeckt, eben durch die Protagonisten. Ich mochte die verschiedenen Perspektiven, die uns gezeigt wurden, eben schon jemand, der ein bisschen tiefer drin steckt und jemand, der so ein bisschen reinrutscht in die Geschichte, und wir auch so ein bisschen ein Gesamtpaket von dieser Welt bekommen. Und es war spannend, es war innovativ, ich mochte den Schreibstil unglaublich gerne. Mir hat das hier große, große Freude gemacht. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich zuerst das unsichtbare Leben besorgt habe und gelesen hatte oder erst Vicious. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich glaube, in meiner Vorabrecherche habe ich das gemacht. Ich glaube aber, dass erst das unsichtbare Leben von Eddie LaRue bei mir eingezogen ist. Es ist auch die Neuerscheinung der Autorin in diesem Jahr, und ist das Cover nicht wunder, wunder, wunderschön. Also muss ich wirklich sagen, da hat es mich auch direkt erwischt. Wir treffen in dieser Geschichte Eddie LaRue im Jahre 1714. Und wir sind irgendwo in Frankreich unterwegs, und sie selbst ist eher so ein bisschen in armen Verhältnissen unterwegs und soll dann auch noch verheiratet werden, und darauf hat sie überhaupt keine Lust. Sie möchte dort weg, sie geht in den Wald und beschwört etwas herbei, was dann auch auftaucht. Man könnte meinen, es ist irgendwie der Teufel, der ihr ein ewiges Leben schenkt. Sie muss nicht sterben, sie muss nur durch die Welt gehen, und keiner wird sich an sie erinnern. Jeder kann mit ihr sprechen, jeder wird sie sehen, aber das Unsichtbare bezieht sich eher darauf, dass sie, sobald sie den Raum verlässt, dass ihr Gegenüber nicht mehr weiß, wer sie ist. Was natürlich viele Vorteile birgt, aber eben auch Nachteile im Sinne von, dass sie keine Freundschaften schließen kann, keine Beziehungen, dass sie nie Menschen hat, mit denen sie länger als wenige Stunden verbringen kann, ohne dass sie ihnen wieder unbekannt vorkommt. Und es ist eine wahnsinnig gute Geschichte gewesen. Also mich hat das unsichtbare Leben der Eddie LaRue wirklich mitgerissen, mitgenommen, und es
halt auch heute, obwohl es bestimmt schon April, Mai war, dass dieses Buch erschienen ist, in mir nach. Es hat mich wirklich zutiefst gepackt. Diese Einsamkeit der Eddie, wie sie beschrieben ist, wie sie durch diese Welt geht. Wir haben hier natürlich einen historischen Roman mit fiktiven, aber auch mit echten geschichtlichen Dingen, die passiert sind, also sei es eine französische Revolution, sei es andere Aufstände, sei es Dinge, die eben geschehen sind, wo Eddie LaRue mit dabei war. Immer wieder begegnet sie auch dem Teufel, mit dem sie einen Pakt hat, und eines Tages trifft sie eben auf einen jungen Mann, der sich irgendwie an sie erinnern kann am nächsten Tag, und natürlich stellt sie da ihr ganzes Dasein in Frage, auch ihren Fluch in Frage, und muss natürlich herausfinden, was da irgendwie los ist. Ich mochte die Atmosphäre in diesem Buch. Sie ist dunkel, sie ist düster, sie ist aber immer wieder hoffnungsspendend. Man hat diese Einsamkeit, wo uns aber Eddie eben auch zeigt, dass man eben auch einsam sein kann oder allein sein kann, aber nicht einsam ist. Und das fand ich so besonders. Ich mochte Eddie LaRue, ich mochte die Geschichte, ich mochte die Idee dahinter, und ich mag tatsächlich auch das Ende. Ich weiß, dass das bei einigen für Kritik gesorgt hat. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Es ist einfach ein Buch, was ja ein neues Lebenshighlight für mich ist und definitiv den Platz im Regal mehr als verdient hat. Und das dritte Buch, beziehungsweise jetzt eine Dilogie, ist die Vicious Dilogie, das Böse in uns. Und der zweite Teil hieß direkt schon wieder verdrängt. Wir haben hier einen Rache-Thriller von V.E. Schwab. Die beiden Bücher sind in diesem Rot gehalten und ich habe hier auch den ersten Band wieder stellvertretend im Regal. Ich glaube, ich habe es irgendwie ertauscht in diesem Jahr, nachdem mir die anderen Bücher von V.E. Schwab so gefallen haben. Und den zweiten Band habe ich mir dann, ich glaube auch mitten in der Nacht, dann als E-Book geholt. Das ist der große Vorteil dann dieser, im Grunde dieses Konsums der Medien, dass man eben einfach ein E-Book relativ schnell herunterladen kann. Wir haben hier einen Rache-Thriller, der wieder ganz anders ist als die anderen Bücher. Wir sind hier auch ein bisschen übernatürlich unterwegs, denn es geht hier auch um Superhelden, und wir haben hier eigentlich zwei Jungs, die befreundet sind, die dann merken, sie bekommen irgendwie diese Superheldenfähigkeiten, müssen aber an ihre Grenzen gehen, und irgendwann merkt man im Zeitsprung in der Geschichte, dass irgendwas vorgefallen ist, was die beiden von Freunden zu Feinden hat verwandelt, und das ist super spannend erzählt. Wir haben hier eben diesen Rache-Thriller, denn wir haben hier ganz viel Thrill, ganz viel Spannung. Wir haben hier innovative Ideen, Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Und wir haben verschiedene Perspektiven. Zum einen haben wir einen Perspektivwechsel zwischen diesen zwei Freunden, dann aber auch immer diese Zeitsprünge zurück, wie überhaupt aus den Freunden irgendwie vielleicht dann mal die Feinde geworden sind und was eigentlich deren Ziel ist. Und das war einfach nur großartig. Ich weiß, dass ich den ersten Band eigentlich nur so gut fand, vielleicht 4 Sterne gegeben habe, aber mir der zweite Band dafür wieder umso besser gefallen hat und die ganze Reihe an und für sich wirklich eine Highlight-Reihe war. Und auch hier mich wie ich Schwab wieder überrascht mit ihrem Stil, mit ihrer unterschiedlichen Sprache, wie sie auch wirklich in verschiedenen Genres andere Vorzüge herausarbeitet und sie wirklich für mich ein Genie ist, was diesen Genresprung angeht. Von Fantasy zu eher historischem mit etwas angehauchten Fantasy-Element, wobei eigentlich ist das schon eher so, je nachdem wie man sieht, und dann eben hier diesen Thriller eher so in die Science-Fiction-Reihe mit Superhelden, und das war einfach gigantisch, was sie hier in diesen drei Büchern, Buchreihen im Grunde tatsächlich abgeliefert hat. Eddie LaRue ist ein Einzelband, also das ist keine Reihe, das ist wirklich nur ein Buch, während wir hier eben eine Dilogie haben mit einem zweiten Band, der ähnlich aussieht. Ich glaube aber, die gar nicht so dick waren, mit knapp 400 Seiten. Ach ja, was soll ich sagen? Ja, Vicious und Vengeful, genau, richtig. Aber hier steht auch nicht, für was das I steht. Ja, es ist nicht einfach. Man sollte immer ein bisschen, irgendwie mysteriös sein, daher dann eben ein zweiter Name. Ja, drei Bücher, drei Reihen oder zwei Reihen, ein Buch einer Autorin, die mich in diesem Jahr total gefesselt und begeistert hat, wo ich wirklich nicht mitgerechnet hätte, dass sie mich mit all diesen Büchern packen und begeistern kann. Ein Wahnsinns-Genrespiel, was V.E. Schwab hier bereithält. Alle drei Bücher mehr als verdient in meinem Highlight-Regal. Mit allen Büchern verbinde ich eine wunderbare Lesezeit. Es ist innovativ, es ist spannend, es ist anders, und man hat hier eben mal das Gefühl, man liest Bücher, die man eben nicht schon
schon 100 Mal irgendwie gelesen hat. Denn es ist natürlich schwierig in der Fantasy, in Science Fiction irgendwie mal etwas Neues zu finden. Natürlich ist jede Geschichte irgendwie schon mal geschrieben worden, aber es ist natürlich auch oft einfach der Weg das Ziel. Und ich feiere diese Bücher, ich feiere die Autorin, wirklich eine tolle Autorinnenentdeckung für mich in diesem Jahr, die viel, viel Spaß gemacht hat. Und ich habe jetzt, glaube ich, von diese drei Geschichten lange genug geschwärmt. Ich habe ja gesagt, ich schaffe es, glaube ich, bei so vielen Büchern nicht irgendwie 5 Minuten nur zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem dritten Türchen und vielleicht habt ihr ja auch schon ein Buch oder mehrere der Autorin gelesen. Dann natürlich sehr gerne in die Kommentare. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch heute einen wunderbaren 3. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Türchen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.